den da weg, den da weg, den da weg und den da weg und den da weg. Das hätte man natürlich auch hier runter machen können, wenn ich das jetzt gerade so sehe. Also hier haben wir noch Eisen und da haben wir noch Eisen. Da haben wir Eisen. Und da. Da haben wir Eisen und da haben wir Eisen. Gut. Habe ich hier was übersehen? Die Kohle da hinten wahrscheinlich. Sonst noch? Sieht gerade nicht so aus. Okay. Gut, dann können wir hier wieder weiter erden. Nichts Besonderes eigentlich. Scheibenkleister. Und weiter schaufeln. So. So, und eigentlich, also der Grund, warum ich das ja machen will, ist, weil ich halt Mies finden wollte. Aber eigentlich ist ja das typische Vorgehen, ich mache immer erstmal das, also den Anfang. Und dann setze ich da eine Fackel hin. So, nee, ich mache immer erstmal den Anfang. Und dann wird es erschöpft und dann gehe ich ja immer tiefer in den Bau, in den Berg, weil das ist ja eigentlich anstrengend und eigentlich voller Gefahren. Und eigentlich möchte ich deswegen ja nicht unnötige Risiken eingehen. Das wäre ja das typische Vorgehen eigentlich. Wie gesagt, eigentlich. Aber uneigentlich machen Menschen dann doch eben viel Blödsinn, vor allem wenn es Menschen sind wie ich. So, ja, wir erden hier halt mal ein bisschen durch die Gegend. Wir sind Elektriker. Lange Rede, kurzer Sinn. Weil ich so halt glücklich bin. So. Wunderbar. Dann haben wir die Erde hier auch erledigt. Und ich bin jetzt halt, wie gesagt, am Überlegen. Also man müsste das halt in mehreren Arbeitsschritten machen. Deswegen will ich ja eigentlich die Kisten. Ich will quasi so halt so eine Kiste, wo ich halt mein Zeug eines Teilabschnittes hinterleg, wo dann jemand, der das... Ja, von mir aus ist mir egal. Wo halt jemand, der das dann abgearbeitet hat. Nein, Quatsch. Also dass man halt immer quasi sein Zeug weitertragen kann zu der nächsten Kiste. Und momentan hier jetzt aber will ich ja eigentlich nur raus. So. Das heißt, ich will jetzt hier auch gar nicht mehr groß weitermachen. Was ich hier halt möchte, ist, ich möchte natürlich überall, wo ich gewesen bin, so Straßen hinhaben. Also quasi da, wo ich hin möchte. Da, wo ich meine Arbeitsdinger habe, da sind dann halt so Straßen. So, habe ich noch? Ja, habe ich noch. Also eigentlich müsste das so sein. Und dann kann ich den restlichen ja wieder aufräumen. Okay, vielleicht gerade nicht. So, Treppen habe ich ja auch noch. Öpp, öpp, öpp. Und das wäre ja hier. Also hier würde ich jetzt wieder so eine Dreier machen. Das wäre ja hier genau das gleiche. Deswegen sollte ich vielleicht mal hier unten anfangen. Also, Dreier habe ich gesagt. Das heißt, ich würde hier hochbrechen. Nee, so war das. Also einmal hier und einmal mindestens hier. Dann haben wir dich. Und dich. Ja gut, das könnte ich von oben machen.
Dann würde das hier stimmen. Dann müsste ich hier rein. Würde das hier stimmen. Dann wäre die Plattform da. Gut, den hätte ich jetzt nicht wegmachen müssen, aber so sieht es, glaube ich, besser aus. Also was meine ich mit Plattform? Ich mache ja dann immer ein 3x3 Feld. Das heißt, wir kommen hier hoch und dann kommen sie hier hoch und dann wäre das eigentlich in Ordnung. Dann würde man da weiterlaufen. Das heißt, hier müsste ich zumachen. Genau. So, und dann würden wir hier weiter hochgehen. So, so und so. Dann würden wir hier ein hochgehen. So. Und dann würden wir hier ein hochgehen. Und dann wären wir hier oben. Und da hätte ich wieder ein 3x3 Feld und dann könnte man einfach hier runterlaufen. Gut, das heißt, ich kann jetzt hier die Treppen reinziehen. Das sind die Fünfer. 1, 2, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und dann brauche ich diesen lustigen Schraubendreher, den ich vielleicht mal vernichten könnte. Es finden. Okay. Vielleicht muss ich da an eine andere Stelle drehen. Also wie dieser Schraubendreher funktioniert, blicke ich immer noch nicht. Weißt du was? Ich versuche einfach das Ding so hinzusetzen, dass es wieder passt und dann ist gut. So, und dann hätte ich auch die Treppen schon weg. Wunderbar. So, dann können wir hier runterrennen. Das ist dann natürlich doof. Und du solltest dann vielleicht. Machen wir dich mal weg. Dann kommt da die 4 hin. Und dann würde ich die Reihe auch noch zerlegen. Genau, das habe ich auch vermutet, dass das gleich passieren wird. Wunderbar. Und wie gesagt, also dann würde ich mindestens 3 sagen. 1, 2, 3, das wäre es ja eigentlich schon. So, und dann können wir hier weiterlaufen. Und müssen dann da lang. Okay, und das wird eine größere Baustelle. Da machen wir erstmal eine Schneise. Warte mal, muss ich da hoch und dann wieder runter? Ja. Okay. Da könnte man natürlich auch einfach sagen, wie gesagt, die Dinger hier sind schon so einladend. Ich würde mal probieren, hier durchzuhauen. Zu schauen, wo man da hinkommt. Und wenn es gut ist oder ausreichend, dann kann man da ja wirklich ein Dreierfeld draus machen. So, jetzt machen wir hier des Dings wegen. Sehr schön. Haben wir da unten auch wieder. Müsste ja eigentlich klappen. Wie gesagt, wenn wir da hinten eben rauskommen. Genau. Das war genau meine Vermutung.
So, und dann kann man ja hier sagen, zack, 2, 3, können uns hier durchhauen. Können wir da nämlich relativ eben durchlatschen. Und müssen nicht wie bekloppt irgendwie in der Gegend rumhüpfen und gucken, wo war's denn eigentlich überhaupt. Vor allem gucken, wo war's denn überhaupt. Das ist halt das Ding, was wir dann nicht müssen. Ich meine, das mit dem Höhlen erkunden ist ja gut und schön, aber dieses ewige Gucke, oh, da war noch eine coole Höhle, warte mal, wo waren die? Das ist halt immer dieses, wo man dann sagt, muss nicht sein. Oh. Das sollte dann jetzt vielleicht mal klappen. Naja, gut, okay. Achso, nee. Ich habe dann keine Steine mehr. So rum war das. So, das heißt, hier müsste ich dich jetzt auch noch weghauen. So, die 4, die setzen wir am besten. Ach komm, mach sie dahin. Die Frage ist, ob die Hacke so lang aushält. Fackeln habe ich auch nicht mehr so viele. Ja gut, das könnte hinkommen. Und dann hoffe ich, dass ich danach ja nicht allzu weit wieder latschen muss. Wobei die Höhle schon sehr weitläufig ist. So. Ja, da sind schon wieder Monster. Monstreske Wesen. Dann würde ich hier mal den eben und den eben und den eben sagen. So, zum Rauskommen reicht mir das eigentlich. Tschüss. Okay, aber Spitzhacke kann ich jetzt keine mehr bauen. Macht jetzt für den Anfang erstmal auch nichts. Wir kommen ja eh jetzt hierher. Hier rum. Hier runter. Das ist echt irre. Okay. Machen wir da ein Schild hin. Und sagen nach. Was macht ein Caps Lock an? Nach oben. So, ne. Okay. Nee, da sollten wir auf jeden Fall was machen. Ich weiß zwar so grob diese Richtung, aber das ist ein Gesuche dann. Gut, dann schauen wir mal, was wir alles mitnehmen können. Also, dich würde ich gerne mitnehmen. Dich lasse ich erstmal hier. Ach komm, wir nehmen einfach mit, was wir können. Wir nehmen einfach wirklich komplett mit, was wir können. So. Auf der Ebene würde ich dann ganz gerne eine Plattform machen und dann würde ich aber gerne, nachdem ich diese Plattform habe, also ein Zwischenstockwerk quasi, wirklich weiter nach unten graben. So, da können wir hier so. Und vielleicht sollte man sich hier auch ein bisschen, wie sagt man das?
Ja, komm, ich bin voll. Pfeif drauf. Ach, rutsch mir doch einen Buckel runter. So. So, und dann müsste das da eigentlich auch noch runtergehen. Und da müssten wir uns eigentlich auch noch einen sinnvollen Eingang schlagen. Damit wir nicht so durch das Wasser müssen. Und hier hinten, naja. Okay, aber für den Anfang ist es völlig in Ordnung, so wie es ist. Wir haben ja jetzt unsere Leuchttürme. Da finden wir auf jeden Fall wieder zu der Höhle. Zumindest wenn wir uns richtig umgucken. So, da ist der nächste. Das klingt doch nach einem guten Plan. Wahrscheinlich können wir da wirklich reinhauen. Und dann kommen wir da unten hin. Das klingt echt nach einem guten Plan. So, und dann können wir da hinten einfach diesen Leuchttürmen folgen. Genau, da war dieses Schotterfeld. Und da war schon wieder unsere kleine Festung. Ja, unsere kleine Festung, unser kleines Haus. Unser, keine Ahnung was. Ach. So, auf jeden Fall, ich habe schon wieder Pläne. Das ist, oh Mann, es artet aus. Es artet echt aus mit manchmal. So. Also, da haben wir unser kleines Häuschen. Mit unserem kleinen See. Olé. So, was habe ich denn für dich dabei? Kohle habe ich für dich dabei und nur eine Kohle. Okay. Also, wir haben ja noch nicht genug Schottersteine. Deswegen, eigentlich könnte ich hier mal die Dinge alle auf so. Wobei ich da lieber Wüstenstein nehmen würde, glaube ich, oder? Das sähe doch dann besser aus. Ich weiß auch nicht, warum ich da Slabs genommen habe. Ja, kellertechnisch ist das auch nicht so schick. Okay, ich würde hier mal. Wo waren denn die Steine? Die waren ja alle leer. Was? Die waren alle leer? War da nicht Kohle? Okay. Wie auch immer, da drüben waren Steine. So, da kommt jetzt noch mein Kobel rein. Irgendwo hatte ich eine Schotterkiste. Zack, zack. Du kannst eigentlich auch da rein. Das ist mir gerade ziemlich egal. So, dann gab es noch eine Wüstensteinkiste. Ich sollte echt umsortieren, dass ich quasi die Ressourcen, die ich massenhaft habe. Stein. Wüstenstein. Die Ressourcen, die ich echt massenhaft habe. So, hier war noch Erde. So, was habe ich denn noch? Metalle habe ich noch. Metalle und Waffen. Also Metalle, Metalle, Metalle. Oh. Metalle. Das und das könnte ich noch schmelzen. Schotter würde ich ganz gerne mal gucken, wo ich den habe. Glas, Holz, Stein, Erde, Schotter war doch hier, ne? Wüstenstein, Schotter.